Was bei Mäusen im Labor bereits funktioniert, das soll jetzt auch in der menschlichen Medizin verbreitet zur Anwendung kommen und vor allem Tumorpatienten Hoffnung geben. Denn eine natürliche Substanz der Cannabispflanze kann offenbar das Tumorwachstum stoppen. CBD wird zurzeit mehreren Hirntumorpatienten im Klinikum Klagenfurt verabreicht, mit einem höchst erfolgreichen Ergebnis. Roland Koren ist wieder unterwegs zur Befundbesprechung. Alle 3 Monate muss er zur MRT-Untersuchung, um zu klären, ob nach der Tumoroperation vor 3 Jahren der aggressive Krebs in seinem Kopf wiedergekommen ist oder nicht. Und auch diesmal kann Primarius Rudolf Licker wieder Entwarnung geben. Zwar hätten auch die Chemotherapie und die Bestrahlung ihre Wirkung gehabt, aber gerade Cannabidiol, kurz CBD, das Patienten mit schnell wachsenden Tumoren verabreicht wird, würde Krebszellen isolieren und eine Ausbreitung verhindern. Das ist zumindest das Ergebnis von Studien an Mäusen in den USA. Bei Menschen gibt es nur Einzelfälle, die wir derzeit untersuchen. Wir haben mehrere Patienten, die sehr gut laufen mit CBD, mit Hirntumoren. Aber es gibt auch internationale Studien, die derzeit laufen in Amerika. Es läuft derzeit eine in Kooperation auch mit Laibach. Da müssen wir die Studienergebnisse abwarten. Aber die Einzelfälle, die wir beobachten, sind sehr positiv. Roland Koren ist einer von knapp 10 Patienten im Klinikum Klagenfurt, die Cannabidiol verabreicht bekommen, eine natürliche Substanz der Cannabispflanze. Die Ärzte haben ihm damals nach der Operation noch 2 Jahre zu leben gegeben. Jetzt sind 3 Jahre vorbei und der Tumor ist nicht mehr nachzuweisen. Freilich habe ich nachgedacht, nicht? Das ist ganz klar. Aber ich habe Gott sei Dank eine gute Einstellung, ja, dass ich das ein bisschen herauskehren habe können und sagen, okay, tut dich nicht immer von dieser Aussage belasten, sondern geh einen anderen Weg, einen positiven. Ja? Und hier wird CBD nach den höchsten Standards zurzeit hergestellt im Spital an der Drau. Und zwar mit einem höchstmöglichen Reinheitsgehalt. Von hier aus werden weltweit Universitäten mit CBD versorgt, um Langzeitstudien überhaupt zu ermöglichen. Also da ist beim CBD wirklich einer der größten Problematiken im Moment, dass CBD an und für sich noch keine Wirkung effektiv von der Behörde aus nachgewiesen worden ist. Und um das zu gewährleisten, müssen wirklich renommierte internationale Studien, in Zukunft hoffentlich auch in Österreich Studien durchgeführt werden, die das Ganze belegen und auch Patienten dann zur Verfügung stellen wird gehen, dass man wirklich auch eine Dosierung und in Zukunft auch wirklich auch Wirknachweis hat, damit die Substanz dementsprechend verwendet werden kann im Arzneibereich. Roland Koren sagt, er kann sein Leben wieder genießen. CBD habe ihm die Angst vor dem Tod genommen.